Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Nein, ich höre schon auf. Ich weiß, es war der aufgelegte Gag am Anfang von einem Review des Films Scream, einfach zu screamen. Bin ich sicher der Erste, dem dieses Meisterwerk der Humorkunst eingefallen ist, wobei mir dann allerdings rechtzeitig glücklicherweise wieder eingefallen ist, dass meine Stimme momentan ein bisschen angeschlagen ist und ich vielleicht nicht unbedingt das Sammlungsupdate hier vorzeitig torpedieren möchte. Anyways, Scream ist ja mittlerweile nicht nur ein absoluter Kultfilm, sondern eine absolute Kultfilmreihe. Das, was jetzt hier im limitierten 4K UHD-Steelbook vor mir steht, ist nämlich nicht Wes Craven. Ravens Original aus den späten 90er Jahren, sondern ein Re-whatever the fuck wir es jetzt nennen wollen, weil ja die Scream-Reihe eigentlich relativ cool zwischen 1996 und 2022 immer den Zeitgeist ganz gut getroffen hat, sogar als man 11 Jahre nach dem schlechtesten Teil der Reihe Scream 3 mit Scream ein Reboot gewagt hat, um damals dann eben die Slasher-Filme der moderneren Zeit aufs Korn zu nehmen. Aber das, was jetzt eben 2022 mit Scream gemacht wurde, ist eben wieder was Ähnliches, etwas mehr auf die modernere Horrorschiene, aber trotzdem im Geist der Reihe, und es soll laut Meinung der Fans absolut gelungen sein. Ich hatte leider noch nicht die Zeit, den Film vor diesem Video zu sehen, aber ich möchte das auf jeden Fall nachholen und möchte, wenn ich die Zeit finde, dann auch hier auf meinem Kanal ein Quickie-Review dazu machen. Das heißt, wer den Kanal abonniert hat, im besten Fall auf die Glocke gedrückt hat, dass ihr auch benachrichtigt werdet bei neuen Videos, der wird mitbekommen, wenn ich dann das Film-Review auch online habe. Interessanterweise wurde der Film gedreht von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, die tatsächlich bislang einige Male zusammengearbeitet haben. Einerseits für ein Segment vom Original VHS vom ersten Teil, dann für den grauenhaften Found-Footage-Film Devil's Due, dann für Southbound und dann 2019 übrigens für einen absoluten Geheimtipp, ein Film, der mich wirklich positiv überrascht hat, nämlich der Film Ready or Not, auf die Plätze, fertig, tot, mit Samara Weaving, wo sie, finde ich, schon in dem Film eigentlich als wirklich guten Vorboten für einen Scream-Film bewiesen haben, dass sie einerseits sehr viel von diesem Genre verstehen, aber es andererseits auch auf durchaus kreative Art und Weise ein bisschen aufs Korn nehmen wollen. Aber kommen wir jetzt einmal zu dem, was ich eigentlich in diesem Video hier machen wollte und jetzt einmal 3 Minuten herausgezögert habe, nämlich mir mit euch das brandneue 4K UHD-Steelbook des neuen Scream anschauen. Das bietet hier grundsätzlich eine dieser C-Cards mit dem UHD plus Blu-ray Banner oben, beziehungsweise FSK-Logo und weiteren HDR-Infos auf der unteren Seite. Wir können dann natürlich auf das Backcover blicken. Da gibt es noch ein paar weitere Informationen zum Film, die Inhaltsangabe, die Bedienungsanleitung einer 4K UHD, beziehungsweise dann die Informationen rund ums Bonusmaterial, Cast and Crew-Informationen und sonst noch der ganze andere Topfen, den eh nie irgendwer liest. Aber wir schauen jetzt dann einmal in dem Video natürlich ins Innere des Steelbooks. Und nein, ich muss es von rechts machen, auch wenn es links besser wäre, weil ich bin da sehr untalentiert, aber rechts komme ich wirklich einfach überhaupt nicht zu. Kann ich das? Ja! So kann man natürlich als Rechtshänder, der unfähig ist, mit links irgendwas zu tun, sich im Fall einer Lebenskrise wie der diesigen auch ein bisschen behilflich sein. Anyways, wir versuchen jetzt einmal hier dieses Backcover-Blatt vom Steelbook abzumontieren, ohne dabei irgendwelche Schäden zu hinterlassen, und können uns dann das Steelbook anschauen. Und da muss ich wirklich sagen, dieses Motiv ist vorhanden. Also es ist jetzt wirklich kein Cover, das mich ansatzweise beeindruckt, wobei ich echt sagen muss, also ich war ja fast schockiert, als ich das gesehen habe, was Paramount Pictures in dem Fall wagt, als Standard-DVD- und Blu-ray-Cover zu machen. Dieser sich umdrehende Ghostface-Killer mit diesem wehenden Cape in diesen Lichtstrahlen, was so ein bisschen ausschaut, wo es einem ganz grauslichen 80er-Jahre Musikvideo. Dahingegen sieht das eigentlich schon ganz nett aus, weil die Platzierung des Filmtitel Scream suggeriert für mich eigentlich, dass sie gerade die Buchstaben Scream screamt, aber ich finde zumindest, dass diese Nahaufnahme der Ghostface-Killer-Maske
Und vor allem hier dieses Messers eigentlich eh ganz cool ist, diese Delle, diese Mini-Delle, die ich da unten habe, die ist dann allerdings alles andere als cool. Aber im Großen und Ganzen ist es, finde ich, ein ganz schick aufgeteiltes, aufgebautes Motiv. Wir können dann auf das Scheiße. Natürlich, ich hab's ganz offensichtlich habe es verschrien. Also natürlich war es klar, wie ich so lange gesagt habe, dass ich dieses Motiv wirklich furchtbar finde. Flash! Dass ich das hier dann natürlich auf dem Backcover haben muss. Ja, das Scream-Motiv. Oh mein Gott. Ja, AA ist dieses Motiv definitiv. Ja, was fällt einem modernen Cover-Designer ein, wenn er oder Grafiker einen das macht? Ich meine, ein bisschen schaut's auch aus wie das Ende von einem Scary Movie-Verschnitt, wo sich der Scream-Killer dann erschrocken umdreht, weil er dann gerade vom Lastwagen zusammengefahren wird. Das schaut grauenhaft aus, ganz im Ernst. Da müssen wir noch, ja. Kurz zur Beruhigung nochmal auf die Frontcover-Seite schauen. Aber was erwartet uns innen? Da erwarten uns die langweiligsten semi-transparenten Disc-Designs ever. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Beziehungsweise eben der Film als 4K-Disc und auf Blu-ray. Und dann hier drinnen, warte mal, ist das, war das die Auswahl für mögliche Cover oder ist das jetzt dann wirklich schon das fertige Cover? Also da hat jemand ganz offensichtlich einfach nur ein Set von Charakterbildern genommen und irgendwie wahrscheinlich die Rahmen von den PNGs ausgeschnitten und das Ganze irgendwie zusammenkopiert, weil von einem durchgehenden Innendesign sind wir da ja eigentlich wirklich ein paar Kilometer entfernt. Das ist ebenfalls eine Art Innendesign, wo ich echt sagen muss, ja, das wirkt genauso, als hatte der Grafiker in der Mittagspause von 5 Minuten noch schnell Zeit, irgendwas da hineinzufurzen. Das ist wirklich nicht gut. Gar nicht. Dieses Steelbook ist generell nicht gut. Gar nicht. Es ist zwar eines der eigentlich hochwertiger produzierten Steelbooks der letzten Zeit, kommt mir vor, dass ein bisschen dicker gezimmert ist, aber es ist wirklich ein absolutes 0815 Design ohne jeglichen Anflug einer Kreativität, was ich natürlich bei dem Film recht schade finde, aber am Ende des Tages sind wir Sammler und nehmen natürlich auch so ein Steelbook lieber als gar kein Steelbook, aber es wäre schon irgendwie geil gewesen, wenn es irgendjemanden gegeben hätte, der sich bei der limitierten 4K UHD-Veröffentlichung des neuen Screams zumindest ein bisschen Mühe gegeben hätte.